So viel ist sicher. Reisen tut immer gut. Mit diesem Satz des französischen Philosophen Voltaire heiße ich dich herzlich willkommen zu unserer ersten Online-Sommerandacht. Menschen brechen auf im August, machen sich hin zu neuen Ufern. Auch wir brechen auf in unserer Martin-Luther-Gemeinde, probieren neue Formen von Online-Andachten aus. Heute der erste Teil an den kommenden beiden Sonntagen, dem 11. und dem 18. August, folgen jeweils um 10 Uhr auf YouTube die nächsten beiden Teile. Herzliche Einladung. Wir freuen uns, wenn du reinschaust, wenn du anschaust und wenn du vielleicht unseren Aufbruch begleitest. Alle unsere Aufbrüche im Leben stehen unter Gottes Segen. So brechen wir auf im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's house just ain't no home. Many times she goes away. When there'll be this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. And I know. Yeah, I'm living young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Whoa, whoa, ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. 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 She goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Jetzt geht's los. Der Zug, der gleich kommt, bringt mich weg von hier, hin zu meinem Urlaubsort, hin zu neuen Erfahrungen. Auf das Neue bin ich neugierig. Manchmal mag ich Neues entdecken.
Einmal im Jahr solltest du einen Ort besuchen, an dem du noch nie warst. Steht nicht in der Bibel, trotzdem ist es richtig, was der Dalai Lama sagt. Einmal im Jahr solltest du einen Ort besuchen, an dem du noch nie warst. Das kann ein Urlaubsort ganz in der Nähe oder weit weg sein. Das kann aber auch eine Gedankenwelt, eine Ecke in deinem Gehirn sein, wo du noch nie warst. Und auch da gibt es neue Gedanken zu entdecken. Ob du aufbrichst in die weite Welt oder in die Tiefe deines Gehirns und deiner Gedanken, ein Reisesegen geht mit dir. Geh mit Gottes Segen. Gott halte schützend seine Hand über dir, bewahre deine Gesundheit und dein Leben und öffne dir die Augen für die Wunder der Welt. Er schenke dir Zeit zu verweilen, wo es deiner Seele gut tut. Er schenke dir Muße zu schauen, was deinen Augen wohl tut. Er schenke dir Brücken, wo der Weg zu enden scheint, zu neuen Menschen. Der Herr segne dich und behüte dich auf all deinen Wegen. Amen. Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know, coming for some time. When it's over, so they say, it will rain a sunny day. I know, shining down like water. Sun is cold and rain is hot. I know, waiting for all time. Forever on it goes, through the circle fast and slow. Coming down on a sunny day. Über Aufbruch könnte ich wahrscheinlich eine ganze Stunde referieren. Denn vor mittlerweile beinahe 2 Jahren habe ich den Aufbruch gewagt, habe den Heimathafen verlassen und bin nach Schweden ausgewandert. Und im ersten Buch Mose, Kapitel 42, steht dazu geschrieben, Gott, sie lieben ihre Ware auf ihre Esel, also wie von deinem. Naja, meine Ware war mein persönliches Hab und Gut und mein Esel, mein Flugzeug und Scandinavian Airlines. Aber ich habe trotzdem im Aufbruch Entrungengewisse gestartet. Und in dem Lied, das wir eben gerade
gehört haben. Have you ever seen the rain again? Das beginnt mit den Zeilen. Someone told me long ago, there's a calm before the storm. Für mich war auch der Aufbruch wie ein Sturm. Inzwischen hat sich dieser nach inzwischen beinahe 2 Jahren schon so ein bisschen gelegt. Aber ein Aufbruch ins Neue bedeutet auch immer sehr viel Bewegung. Gerade in meinen Anfängen hier in Schweden hatte ich das Gefühl, dass keine Ruhe mehr reinkommt und dass ich wirklich meinen ruhigen Heimathafen verlassen habe. Von einem Sturm bin ich ins nächste gekommen. Doch das Gute ist, auch nach jedem Sturm kommt irgendwann wieder die Ruhe. My life is pretty plain. I like watching the puddles gather rain. And all I can do is just pour some tea for two and speak my point of view. But it's not safe. It's not safe. I just want someone to save me. And I start to complain that there's no rain. And all I can do is read a book to stay awake. And it rips my life away, but it's great escape. 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 That my life was pretty plain, and I like my point of view, but it's not sane. It's not sane. It's not sane.